Einem Hirtenjungen aus Äthiopien fiel im Jahre 805 auf, dass seine Ziegen nach dem Essen bestimmter Bären besonders lebhaft wurden. Yeah. Mönche kosteten von den Früchten, waren aber von dem bitteren Geschmack so enttäuscht, dass sie die Früchte ins Feuer warfen. Der daraufhin freigesetzte köstliche Duft machte sie neugierig und sie bereiteten einen Ausguss aus den Früchten zu. Diesen priesen sie als Geschenk Gottes an, weil er ihnen half, beim Beten wach zu bleiben. Die Kultur des Kaffeetrinkens geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Von Äthiopien aus ging der Weg dann nach Arabien. Die Perser feierten den Kaffee, der schließlich echter Wein für die gläubigen Moslems verboten war. Die Bezeichnung Kaffee stammt übrigens vom altarabischen Wort Kawa, das Erregende, ab. Im Jahre 1615 brachten venezianische Kaufleute die ersten Kaffeesäcke nach Westeuropa. Das Bürgertum feierte den großen Ernüchterer, der aus Trunkenbolden zuverlässige Arbeiter machte. Holländische und englische Seefahrer verbreiteten die Pflanzen in ihren Kolonien auf der ganzen Welt. Auf den Plantagen arbeiteten afrikanische Sklaven, die aus ihrer Heimat entführt und in alle Anbaugebiete gebracht wurden. Viele der Sklaven starben schon auf der Reise in ihr neues Land. Als die Türken ihre Belagerung vor Wien im Jahre 1683 abbrechen mussten, ließen sie 500 Säcke Kaffee zurück und das erste Wiener Kaffeehaus wurde errichtet. Es gelang bereits Ende des 17. Jahrhunderts, Kaffeebäume in Treibhäusern zu züchten. Eine dieser Pflanzen wurde 1714 als Geschenk an Ludwig XIV. Nach Paris übergeben. Von Johann Wolfgang von Goethe stammte die Idee, man solle die Bohnen destillieren, und beim Umsetzen des Gedankens entdeckte der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge das Koffein. Die Kaffee-Weltproduktion erreicht rund 150 Millionen Sack pro Jahr, wobei Brasilien mit über ein Drittel der Produktion an erster Stelle steht. 1901 präsentierte der Japaner Dr. Satoru Kato das erste lösliche Kaffeepulver. Die Firma Nestle legte 1938 den Grundstein für die kommerzielle Vermarktung des löslichen Instant-Kaffees. Der Kaffee ist zum Volksgetränk geworden. Zum Frühstück und zum Mittag wird elegant eine Tasse voll getrunken. Früh wurde auch Kritik am Kaffeekonsum laut. In der Kaffeekantante von Johann Sebastian Bach wird dieser Kritik mit Humor begegnet. Karl Gottlieb Hering kombinierte den bekannten Kanon Kaffeeschnüffler bezeichnete eine Gruppe von etwa 400 invaliden Veteranen, die von Friedrich dem Großen angestellt wurden, um durch Schnüffeln festzustellen, wo verbotenerweise Bohnenkaffee geröstet wurde. Any last request, like for a cup of Wilkins coffee? No. You don't drink Wilkins? No. How shocking.